Was geht hier? So, willkommen zu einem neuen Video von mir, Aikotoka. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich habe immer noch das gleiche an wie gestern, denn es dreht es genauso wie heute. Hier neben dran ist immer noch der Kürbiskopf und zischt herum und so. Denn ich dachte mir, ich wollte euch jetzt mal zum Abschluss des Oktobers, das werden wahrscheinlich eh nicht die meisten angucken, so vom Ding her, aber zum Abschluss wollte ich nochmal sagen, Dankeschön an alle, die bei dem Oktober mit dabei waren. Das Projekt ist sozusagen beendet und Grüße gehen raus an den Flo, denn ich habe gegen den eine kleine Wette gewonnen, aber das Video werdet ihr dann sehen, wenn es rauskommt, denn ich habe mir was für Flo überlegt und ich wette um 100.000%, dass das nicht gerne machen wird so. Aber ich muss auch sagen, Flo wollte aber auch, dass ich das schaffe. Also er war immer da, hat immer gefragt, hey, hast du dein Video ready, dies und das und bla bla bla. Auf jeden Fall korrekt von Flo, da er ja dann sozusagen die Wette verloren hat, dies und das. Aber Näheres erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen oder seht ihr das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann wir das machen werden. Normalerweise hätte ich jetzt ein neues Projekt geplant. Also ich wollte das jetzt eigentlich mit dem Video ankündigen, aber wegen dem Lockdown funktioniert das leider nicht. Ich hoffe, dass Ende des Monats, wenn der Lockdown vorbei ist, dass ich euch dann mein nächstes Projekt verraten kann. Und es wird auch wieder für mich wieder etwas sein, was die wenigsten erwarten werden und woran keiner glauben wird. Genauso wie der Oktober, dass ich jeden Tag ein Video rausbringe, daran hat keiner geglaubt. So. Ich war so hart am Struggeln, Leute, wirklich jeden Tag ein Video rauszuhauen, ist extrem schwierig. So, denn es fehlt auch manchmal an Motivation und Zeit und Ideen manchmal auch wenn ich so eine riesen Liste hatte. Ich werde jetzt ganz normal, wie eigentlich gewohnt, wenn zwei Videos die Woche folgen und da jetzt auch Lockdown ist, dies und das und ich jetzt mehr Zeit habe, werde ich auch öfters Livestream, also es lohnt sich auf jeden Fall mal ab und zu bei mir vorbeizuschauen hier. Wer mir auf Twitch folgen will, kann mir gerne auf Twitch folgen, denn auf Twitch wird nur Gaming kommen und auch hier auf YouTube wird halt eben Shisha-Kram und sowas kommen. Es sei denn, ihr wünscht euch einmal, dass wir irgendwie was Horrormäßiges oder irgendwie was anderes zocken. Das können wir dann gerne auch hier auf dem YouTube-Kanal machen. Aber eigentlich wollte ich das so trennen. Gaming auf Twitch. Wer Gaming von mir gucken will, soll auf Twitch gehen. Und wer so Shisha-Content, Reactions, dies und das, kann gerne bei YouTube auf meinen Livestreams vorbeischauen. Ich finde es halt sehr schade, dass ich jetzt mein neues Projekt nicht ankündigen kann. Aber mit etwas Glück, vielleicht nächsten Monat, sollte der Lockdown bis dahin dann zu Ende sein. So. Es werden auf jeden Fall weitere Videos folgen. Ich überlege mir auch noch ein paar neue Formate, dies und das. Aber ihr könnt mir immer gerne Kommentare schreiben, Vorschläge. Herr Eckert, kannst du das machen? Oder ich würde mal gerne, mich interessiere mich dafür und hierfür und bla. Und wäre cool, wenn das machen wir, das bla bla bla. Ihr habt vielleicht im Oktober gemerkt, dass viele Vorschläge, die von euch gekommen sind, dass ich die dann auch in die Tat umgesetzt habe. Also dementsprechend, es lohnt sich immer, einen Kommi dazulassen. Und ich blende diese Kommentare auch immer ein und mache das dann auch und sowas, vorausgesetzt ist es machbar und ich habe darauf Lust und ich sage so, okay, das klingt cool und dies und das, dann mache ich das gerne. Und ja, und ich hoffe, ihr begleitet mich in den weiteren Wochen, Monaten, Jahre, was weiß ich, wie lange das hier jetzt gehen wird. Aber auf jeden Fall, ich werde zwei Videos die Woche raushauen. Die festen Tage sind normalerweise Dienstag und Freitag, aber schalt mir das mal ein bisschen offen für den Fall, dass ich das nicht schaffen sollte, aber eigentlich sollte das machbar sein. So. Ich hoffe, euch hat das kurze Info-Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, Abo da lassen, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns dann wieder nächste Woche Dienstag und wahrscheinlich wird heute dann auch ein Livestream stattfinden auf meinem YouTube-Kanal. Höchstwahrscheinlich. Ich werde aber dazu nochmal einen Community-Beitrag raushauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss!